Oberbürgermeister Jens Beutel hat am Montagnachmittag seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt. Zum Jahresanfang 2012 geht er in den Ruhestand. In einer schriftlichen Erklärung heißt es, ihm sei bewusst, dass er in diesen Tagen Kritik an seinem Verhalten geradezu herausgefordert habe. Wir haben Bürger in der Mainzer Innenstadt um ihre Meinung zur Entscheidung des Oberbürgermeisters gebeten. Ja, wenn er so viel Sache jetzt verbockt hat, die er in den letzten Jahren schon verbockt haben soll, weil so genau kann ich da auch nicht hinter dran blicken, aber wenn er so viel Sache gemacht hat, ist es schon besser, dass er von sich aus zurücktreten tut, ohne dass jetzt die ganze Opposition und überall das Ganze nochmal aufkochen tut und nochmal durch die Waschmaschine dreht. Ich freue mich, wenn er abdanken tut, denn ich war selbst 12 Jahre drin beschäftigt, aber bei Oberbürgermeister Fuchs, und es war eine andere Atmosphäre, wie sie heute ist, auch in der Stadt. Unser Oberbürgermeister ist früher, Herr Fuchs, mal über den Markt gegangen und hat mit seinen Frauen gesprochen, die wo auf dem Marktstand gestanden haben, und habe sich beschwert, wenn irgendetwas war. Aber von ihm kann man nichts mehr verlangen. Ich finde das richtig, denn so vieles ist jetzt in der letzten Zeit und überhaupt über ihn negativ bekannt gemacht worden, dass es sich gehört, dass er dann zurücktritt, denn einen solchen Oberbürgermeister können wir nicht mehr gebrauchen. Wir brauchen dann neue Perspektiven. Naja, ich halte da nichts davon. Gar nichts. Mehr sage ich auch nicht mehr. Ich finde, das ist angemessen. Also ich hätte mir das auch so vorgestellt, schon länger. Weil das läuft nicht mehr so besonders gut mit dem Herrn Beutel. Und es wird also Zeit, dass da mal frischer Wind reinkommt. Wenn auch von der gleichen Partei, also gegen die Partei habe ich eigentlich gar nichts. Aber es ist halt mit Wohnbau hat es angefangen. Und Zechprellerei ist ja kein Kavaliersdelikt, wenn man jemand wie ein Oberbürgermeister, der ja doch auch repräsentieren muss. Also ich finde, das ist überfällig, dass er zurücktritt. Dieser Rücktritt ist ja dadurch erfolgt, dass die Opposition sehr stark danach gefordert hat. Ich halte es für übertrieben, wegen einer Lappalie wie dieser den Rücktritt einreichen zu müssen. Aber die Opposition ist dort ja nicht sehr zimperlich und tut das häufig und in diesem Fall eben sehr erfolgreich. Meiner Meinung nach ist der Rücktritt gerechtfertigt, da er ja eine leichte Amnesie hatte bei dem Wohnbauprozess und das natürlich nicht gerechtfertigt ist, finde ich jedenfalls. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er zu so einem späten Termin zurücktritt. Wenn man zurücktreten will, dann tritt man doch entweder gleich zurück oder man macht weiter aus irgendwelchen Gründen. Mehr als 14 Jahre hat Jens Beutel die Stadt geführt. Voraussichtlich im März 2012 wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Allgemeine Zeitung berichtet am Montagabend in einer Sonderausgabe. Sie wird in Kneipen und an Tankstellen verteilt.